Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Endlich ist es soweit. Jetzt heißt es eine halbe Stunde lang nur Schnäppchen für Sie für nur 5 Euro. Wo kriegt man heutzutage noch so viel für 5 Euro? Ja, bei uns bei Pearl TV. Deswegen lohnt es sich hier besonders auch nochmal den Warenkorb ordentlich zu füllen. Vielleicht kommen Sie da auch auf den versandkostenfreien Betrag von 150 Euro. Es gibt zwischendurch noch eine Sondersituation für alle diejenigen, die neu mit dabei sind. Wenn es Alarm schlägt, dann gibt es eine kleine Ausnahmesituation, aber dazu kommen wir später. Ja, ansonsten dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5-mal bestellen, wenn es Ihnen gefällt. Hallo. Und, ich glaube, ich kenne das, für 5 Euro, ich habe das mal, hoppla, ich randaliere, macht aber nichts, ist alles bruchfest. Ich habe das mal gesehen an so einem Abend, wo Kunststoffschüsseln verkauft werden. Und dann hat das, wenn ich mich nicht irre, das ist ein Spaghetti-Barer, oder? Ja, ganz genau. Hat 35 Euro gekostet. Was ist das? Ein Spaghetti-Garer für die Mikrowelle. Ah, ja. Das heißt, ich kann Spaghetti in der Mikrowelle zubereiten. Ja. Wasser rein, richtig. Spaghetti rein und ich glaube, innerhalb von 2 Minuten oder was? Ach, es geht ein bisschen länger. Es geht ein bisschen und hier länger. Noch ein Tipp, du kannst für 1 Person oder für 2 Personen machen. Ja. Ach so, als Mess. Mhm. Ah. Und das Sieb ist ebenfalls im Deckel integriert, um das Wasser nachher abzuschütten. Ja, siehst du hier. Also, wenn ich eine Mikrowelle hätte, dann Nudeln kochen nur noch so, ne? Ja. Na klar. Ja, es geht einfach aber auch für Studentenwohnungen zum Beispiel. Ja. Da ist oftmals keine Küche, sondern nur eine Mikrowelle. Und auch zu Hause, wenn es mal schnell gehen soll. Und das ist nicht nur für Pasta, das kann auch für Reis zum Beispiel, Bulgur, Quinoa, Couscous. Man kann viel mehr garen als nur Spaghetti, aber er heißt halt offiziell Spaghetti-Garer für die Mikrowelle. Und haben wir jetzt irgendwas vergessen? Nee, das war's auch schon. Ein Portionierer für 1 bis 4 Personen. Praktisches Sieb übrigens zum Abschütten. Dann später, das ist ja auch mal so ein Thema für sich, kannst du hier gleich machen. Das heißt, du hast das Sieb noch mit drin. Einfach abschütteln, dann hast du eine ordentliche Portion Nudeln mal eben zur Hand. Ich habe irgendwann die Tage mal einen Bericht gesehen, da haben sie, glaube ich, mal getestet, Backofen bzw. Herdplatte im Vergleich zu einer Mikrowelle. Was braucht mehr Energie? Ach so. Ja, gerade in Zeiten von gestiegenen Stromkosten und so weiter, da hat die Mikrowelle also ganz klar besser abgeschnitten. Ja, was hast du bei der Mikrowelle? 600 bis 800 Watt? Ja, ganz genau. Ganz wesentlich weniger Garzeit. Und beim Herd, ich weiß nicht, eine Platte wird auch 1 Kilowatt haben. Also mit Sicherheit, mit Sicherheit. Bis dann Wasser kocht, ja, in so einem großen Topf, bis da ein paar Spaghetti reinpassen. Bist du schon ein paar Minuten unterwegs, aber so 4-5 Minuten brauchst, bis das Wasser kocht. Dann nochmal kochen lassen, bis die Spaghetti dann gar sind. Das dauert ja auch mal ein paar Minuten. Also dann verbrauchst du deutlich mehr Strom als mit einer Mikrowelle. Insofern ist das natürlich auch mal eine schöne Geschichte jetzt hier. Was kostet sowas bei Pöll.de? 12 Euro? Das ist schon günstig. Schon günstig. Ich habe schon für 35 Euro gesehen. Ja, ja. Ein ähnliches Gerät. Hier und jetzt aber 5 Euro und Sie können die ganze Familie damit ausstatten. Und sind wir doch mal ehrlich, Rebecca, Spaghetti gehen immer, oder? Na, Nudeln ist der Standard bei mir. Ja, immer schön mit Fertigpesto. Pesto. Und bei dir? Bolognese. Bolognese. Du? Gibt's auch fertig. Ganz ehrlich, aber einfach nur eine Portion Nudeln kochen, ein bisschen Butter drunter, was Salz drauf. Ja, cool. Du bist bei meiner Seite, und wenn ich's aber richtig, viel Käse. Wenn ich es richtig krachen lasse, dann sogar noch einen Klecks Ketchup. Oder mit Eiern. Mit Zitrone probieren? Der Preis ist der gleiche. Ja. 5 Euro. Ich habe Rezept mit Zitrone gesehen. Mit Zitrone? Mhm. Nee, nur Nudeln, Salz, glaube ich, und Zitrone. Und Zitrone. Und dann Parmesan natürlich. Nennt sich das, nennt sich das ein Obstsalat mit Zitrone. Also cooler Artikel hier. Der Udo aus Berlin nutzt das im Büro. Wir nutzen den Spaghetti-Barer nun fast täglich bei der Arbeit. Und alle freuen sich immer über frische Pasta. Simples Konzept, aber sehr effizient. Danke, schreibt er uns. Sehr gerne, lieber Udo, und liebe Grüße nach Berlin. Bestellnummer hierfür ist die NC3233 und die 569. Sie können natürlich auch hier, wenn Sie möchten, bis zu 5-mal zugreifen. Vielleicht haben Sie da noch Freunde und Bekannte, die auch ganz gerne mal was Frisches, Leckeres, vor allen Dingen Heißes im Büro essen möchten. Schöner Anfang für unsere 5 Euro Überraschung. Heute ist hier was los. Heute wird alles durch die Gegend geschmissen. Herzlich willkommen bei Lass Fallen TV. Bitte nicht fallen lassen, aber das ist für mich wirklich der Hammer. Ich habe das meinen Enkeln mal geschenkt. Es ist eine Seifenblasenmaschine. Da sind auch 2 Patronen, sage ich mal, Seifenlauge dabei und batteriebetrieben. Und jetzt müssen wir mal schauen. Cool. Leuchten tut sie auch Leuchten noch. Und ich setze jetzt mal die Patrone auf. Das ist ja der Hit. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja so ein Waffengegner. Das ist, glaube ich, die einzige Waffe, die ich mir gefallen lasse, eine Seifenblasenpistole. Ja, also da kann man, glaube ich, nichts festdrehen. Und jetzt schauen wir mal, jetzt wenn ich in Intervallen hier, guck mal. Wow. So, hier.
Weißt du, was ich denke? Das ist auch eine super Idee. Zum Beispiel, wann haben Sie Hochzeit und dann einfach diese Pistole Kinder geben, dann sie können so viele Blasen machen. Ja, links, rechts, also bis zu 5 Mal dürfen Sie auch hier zugreifen. Ich kann euch eins sagen, ich habe die meinen Enkeln gekauft. Die haben damit gespielt, die alten Esel, also meine Tochter und mein Sohn, die haben dann gleich mal 4, 5 nachbestellt. Ich musste wieder kaufen für Fasnacht. Die haben gesagt, an Fasnacht rennen sie bewaffnet rum mit einer Seifenblasenpistole. Ja. Und jetzt für euch, Diana, Shootings, ja, Fotoshooting in Seifenblasenmeer. Cool. Ein Freund hat einen Antrag gemacht mit Seifenblasen. Hat er Glück gehabt oder hat sie Ja gesagt? Sie hat Ja, sie hat Ja gesagt. Aber das fand ich auch eine coole Idee. Ne? Seifenblasen machen einfach was her. Ich finde das so cool, weil durch das Licht werden die Seifenblasen, die rauskommen, auch so cool angeleuchtet. Seht ihr das? Und da kommen Hunderte raus. Man kann das also mit so mit Mundpusten kann man das nicht hinbekommen. Ja, und die Seifenlauge, also 2 Patronen sind dabei oder 2 Fläschchen. Aber das ist so normale Seifenlauge. Früher haben wir die selber gemacht. Ja, klar. Oder die gibt es auch in jedem Spüli rein, reicht völlig. Genau, gibt es in jedem Bastelgeschäft auch. Ja. So, sehr cool. Aber ein Highlight für 5 Euro. Und dann macht's Show. Seien Sie nur ein bisschen vorsichtig, wenn Sie das so über einem glatten Boden machen. Achso, wegen der Seifenlauge. Könnte ein bisschen rutschig werden. Aber ansonsten natürlich eine coole Angelegenheit. Die Seifenblasenpistole war ein Geburtstagsgeschenk für einen 4-jährigen Jungen und auf seiner Geburtstagsparty der Renner großgeschrieben. Er ließ quasi alle anderen Geschenke links liegen für kleines Geld. Eine tolle Sache, dieses Spielzeug. Ich habe gedacht, falls du jetzt ein Fotoshooting machen willst, setz ich dich mal ein bisschen in Seifenblasen. Steht dir aber gut, die Seifenblasen? Ich komme jetzt. Ich komme mir so mal vor. Guck mal in deine Haare. Das ist cool. Habe ich hier Haare? Ne? Könnt ihr noch mal nah drauf gehen? Oh, jetzt ist er weg. Oh, schade. Wir setzen noch mal nach hier. Guck mal. Jetzt kennen Sie dieses Gefühl? Sieht richtig gut aus. Hey, das macht uns alten Eseln schon Spaß. Bei Kindern wird es nochmal doppelt sein. Also hier kann man gar nicht genug bestellen. 5 Mal dürfen Sie auch hier zugreifen. Ja, willst du auch nochmal? Ja, super. Schön, dass ihr Spaß habt. Herrlich. Du nicht? Guck mal, ich komme mir so ein bisschen vor wie so ein Geheimagent hier. Jetzt hören wir gerade über den Regieprodukt raus. Ich will nicht, dass das rausgeht. Lass es hier. Nein, lass hier. Das macht so viel Spaß. Carsten, du hast die Bestellnummer, ne? Da wollen ja viele wahrscheinlich die habe ich vergessen. Zuschlagen. So, Bestellnummer ist die NC8479 und die 569. NC8479 und die 569. Und ich soll Ihnen explizit von den Kollegen aus der Redaktion sagen, 2x Flüssigkeit. Ja, und du hast gerade gesehen, wie viele Seifenblasen wir gemacht haben. Also 2x Seifenblasenflüssigkeit, bevor da Die Patronen sind, Munition ist dabei. Was Sie noch einlegen müssen, das haben Sie auch gesehen, sind Doppel-A-Batterien. Aber die haben Sie hoffentlich zur Genüge zu Hause. Rebecca, möchtest du wieder was an? Oh ja. Okay. Also ich bin schon zufrieden, mein Spielzeug war dabei. Ich habe Seife im Auge. Dankeschön. So. Dankeschön. So, pass auf jetzt. Wenn hier ein scharfes Messer drin ist, müsst ihr Angst bekommen. Nein, Quatsch. Fast. Es ist auch ganz schön. So, was haben wir da? Eine Kräuterschere ist Rebecca, das. Du hast auch gelacht gerade, oder? Nein, ich bin ganz ernst mit dabei. Nein, und lese hier einfach nur vor, was für ein tolles Produkt wir jetzt auch hier wieder für 5 Euro haben. Eine Kräuterschere mit Reinigungskamm inklusive. Kräuterschere? Ja, ich finde das geil. Gerade als jemand, der gerne kocht. Ne? Ja, und vor allem, wenn du Schnittlauch schneidest. Da brauchst du ja jedes einzelne. Hier praktisch, ich glaube, 5-mal. Also einmal schneiden, hast du schon 5 Schnitte übrig. Und das ist klasse. Petersilie, Schnittlauch. Und Dill, genau. Also alles, was man frisch aus dem Garten holt, eigentlich kann man hiermit eben sofort klein schneiden. Und der Carsten entdeckt auch gerade sein Basteltalent. Ja. Jetzt pass auf. Aber da sieht man mal, was dann passiert. Ja. So, jetzt pass auf. Ich brauche mir den Karton. Jetzt tu mir mal so, als wäre das Schnittlauch. Ja? Jetzt geht man eben hin und macht dann. Zack. Der muss noch reifen, der ist noch weiß. Aber das ist unglaublich praktisch. Ja. Das ist Vor allem bei so Petersiliensachen und so, das sind ja alles die Sachen, die toppt man ja eigentlich. Also das kommt eigentlich so oben drauf. Und da überlege ich mir immer schon, muss das sein, weil es so aufwendig ist, das immer zu schnibbeln. Ne? Das ist fast wie Konfetti, so klein ist das. Das stelle man sich jetzt in weiß vor. Petersilie ist auch mal so eine Sache. In grün. Oder in grün, Quatsch, meine ich auch. Das bin ganz kirre hier. Zack, so sieht das Ganze dann aus. Also eine richtig coole Angelegenheit. Und wenn mal was dazwischen hängen bleibt,
so wie das hier der Fall ist. Dann haben wir hier noch so einen praktischen Schieber. Carsten, mich würde jetzt interessieren, ob man da auch noch Haare schneiden kann. Mal ein bisschen nachfixen. Dann bleiben halt die Seitenblasen nicht mehr so gut. Es gibt auch so eine Ausdünnschere beim Friseur, glaube ich, oder? Die sehen doch so ähnlich aus. So ähnlich, ja. Ja. Ich weiß, also was ich habe das Problem nie gehabt mit dem Ausdünnen. Ich habe das andere. Ich glaube, die heißt ja, Evelierschere. Oder Evelierschere, ganz genau. Bin aber nicht ganz sicher. Ja. Aber das für Kräuter finde ich genial. Das ist echt cool. Arbeitet ihr mit in der Küche mit frischen Kräutern? Oder ja, natürlich. Eben, schmeckt auch viel besser. Also ich esse alles mit frischem Dill. Ich weiß nicht, warum ich liebe Ich Petersilie und Schnittlauch, weil das bei mir direkt vor meinem Küchenfenster habe ich meinen kleinen Gemüsegarten. Ja, da wächst das und bei ich mir, liebe es. Ja. Bei mir überlebt das leider nicht. Bei mir ist es Gemüsebrühe. Die kannst du ausschneiden. Nein, das ist einfach perfekt hier. So, so eine ja. Weil hier sieht es ja aus, wer hat denn hier gesessen? Guck dir das an. So, die Jutta Frau aus Neuss hat uns übrigens auch noch ein paar Worte dazu hinterlassen. Sie wusste nämlich gar nicht, dass es sowas gibt. Da ich derzeit meine Ernährung Schritt für Schritt umstelle zu mehr Gemüse und Obst, kann ich jetzt auch Kräuter bequem mit verarbeiten. Ein gelungenes Werkzeug und das bestellen Sie sich mit der NC2931. Und der 569. Eine Kräuterschere. Ich kannte das Produkt schon, aber ich wusste gar nicht, dass wir es im Sortiment haben. Und das ist Reisalarm. Reisalarm. Jetzt sind wir bei diesem Sonderfall. Wie gesagt, fünfmal dürfen Sie zugreifen bei jedem Produkt, außer bei diesem hier, weil es so ein besonderes Produkt ist, was nochmal besonders stark runter reduziert worden ist. Und da bin ich immer besonders neugierig. Die schöne angebrannte Kerze, oder? Ist aber ein super Artikel für 5 Euro. Nein, Quatsch. Nein. Wow. Aber mit irgendwas muss man so eine Kerze hier anmachen. Ich habe übrigens zwei, ich gebe mal eine weiter. Aber gerne doch. Und da kommen wir zu unserem Preisalarm des Tages, denn das ist dieses richtig coole Lichtbogenfeuerzeug, so nennt man das. In der momentan beliebtesten Farbgebung übrigens, in diesem richtig coolen Gold. Ich habe noch eins, gib mal eins weiter. Guck mal hier. Aber gerne doch. Und die sind mal richtig cool. Also das ist mal ein richtig amtliches Feuerzeug und vor allen Dingen funktionieren die ganz fantastisch. Ich zeige es dir mal ganz kurz, dann kriege ich Ärger mit den Kollegen vom Ton. Ja? Aber so sieht das Ganze aus. Und wenn Sie jetzt hier ganz einfach mal eine Kerze anmachen möchten, geht das meines Erachtens, wenn man drankommt, ja, wesentlich... Also, ich komme nicht dran. Naja, also auf jeden Fall, wenn Sie die Kerze anmachen möchten. Ja, also jetzt für so eine Kerze würde ich ganz einfach mal ein Stabfeuerzeug nehmen. Aber gerade für Raucher, und es gibt ja noch genügend Raucher, das ist ein Sturmfeuerzeug. Es ist elegant, es ist aus Vollmetall. Und da sehen wir, wie einfach das geht. Bei einer Kerze, bei einer Zigarette übrigens auch. Und der Marco schreibt uns, ich bin von dem Feuerzeug sehr begeistert, da es bei starkem Wind und auch bei mäßigem Regen gut funktioniert, wo normale Feuerzeuge einfach sinnlos sind. Und der Harald schreibt, ich habe diesen Artikel als Werbegeschenk für meine Kunden personalisiert verschenkt. Die Reaktion war auch bei den Nichtrauchern durchweg positiv. Ja. Jetzt muss man sagen, personalisieren heißt, man lässt ihn gravieren. Ist kein Problem. Schlüsseldienst macht das für wenige Euros und es ist Vollmetall und dann kannst du, ich sag mal, aus diesem Feuerzeug, das es mehrfach gibt, ja, ein auf der Welt einmaliges Feuerzeug machen. Ja. Ist halt einfach auch stilvoll, ne? Ja, und jemand hat schon diese Feuerzeug gekriegt auch. Echt? Nein? Doch. Dein Geburtstag. Wir haben die in drei verschiedenen Farben, diese Feuerzeuge jetzt hier. Unter anderem das Gold, wie gesagt, momentan die beliebteste Farbe. Sieht wirklich klasse aus. Wir haben es aber auch in so einem Anthrazitfarben. Und wir haben so ein Multifunktionstool, nennt sich das. Also zum Gravieren ist das gedacht. Kennen Sie mit Sicherheit. So ein kabelfreies. Und dann hat Diana mal eins dieser Feuerzeuge graviert. Und das ist wunderschön geworden. Dankeschön. Ja. Und vor allem einzigartig auf dieser Welt. Denken Sie bitte dran, es ist unser Preisalarm, maximal ein Stück. Und da sehen wir mal, wie das aussehen kann, wenn es graviert ist, wenn die Initialien oder der Name draufsteht. Und dann ist es wirklich toll. Also ein tolles Geschenk zu Nikolaus oder auch zu Weihnachten. Und mit Sicherheit auch ein außergewöhnliches Feuerzeug. Und ein bisschen umweltfreundlich ist es auch, weil es ist kein Wegwerfobjekt, sondern man lädt das ja auf. Es ist 100% elektrisch, wie Ihr Smartphone, übers Ladekabel, das ist mit dem Lieferumfang enthalten. So, jetzt mache ich endlich mal unsere Kerze hier an. Dann bin ich mal gespannt. Du schaffst es. Also, Achtung. Ja, ich schaffe es. Du schaffst es. Ja, ist zu kurz. Hopp. Der Docht ist zu kurz. Gib mir. Also, die Damen machen noch mit. Was ich Ihnen sagen kann, bei der Zigarette funktioniert es sofort. Hier würde ich, bei Kerzen würde ich eigentlich immer ein Stabfeuerzeug nehmen. Aber für alle Raucher ist das ein perfektes Geschenk. Die Bestellnummer ist die NX8778 und die 569. Sie denken bitte dran, es ist unser Preisalarm. Das heißt, maximal eines dieser Vollmetallfeuerzeuge. Gleich sehen wir. 12 Euro, schon sehr günstig bei Pearl.de als Preishit. Lass die Kerze einfach hier stehen. Und heute nur 5 Euro. Also, das ist wirklich mal ein Knaller. Also, die sind wirklich schön. Also, als Geschenkidee super für die 5 Euro. Ist also wirklich mal eine Geschichte, die man ganz einfach mal mitnehmen kann. Sie werden sicherlich einen Raucher irgendwo im Freundes- oder Bekanntenkreis haben.
oder vielleicht auch ganz einfach mal selber mal ein schönes Feuerzeug brauchen. Und hier für 12 Euro wird die schon sehr, sehr günstig, finde ich, auch mit dieser Technik. Mhm. Aber für 5 Euro natürlich mal richtiger Schnapper. Cool. Ja. Ich buzzer wieder. Aber gerne doch. Sehr cool. Und da kommt schon das nächste 5-Euro-Produkt. Ah, das ist klein. Produkt, übrigens, Ralf hat schon. Und ich warum weiß ich das? Weil ich glaube, dass die Mobile hat. Es ist ein Maniküre-Set. Ja. Ja. Sehr beliebt, Ralf. Das ist der Wahnsinn. Also wir haben jede Menge Mitarbeiterinnen und Kolleginnen und die kommen alle zu mir, weil ich ein Maniküre-Set auf dem Schreibtisch liegen habe und kommen dann, oh, der Nagel ist eingerissen, oh, und es ist genau dieses hier. Aber ich habe mehr bezahlt als 5 Euro, Sie bekommen das für 5 Euro. Und so ein Maniküre-Set kann man immer gebrauchen, oder? Auf jeden Fall, und ich habe immer so einzelne Gerätschaften hier aus diesem Set, aber ich finde das so schön, wenn du das alles hier so schön sortiert hast, alles beisammen hast, ne? Vielleicht fehlt Ihnen auch gerade sowieso irgendwie so ein Nagelclipser oder so, dann kaufen Sie sich doch für 5 Euro jetzt einfach hier dieses Set. Und dann haben Sie noch dazu diese schöne Verpackung. Das ist wie so ein Lederimitat, glaube ich. Ne? Mhm. Sehr, cool, sehr edel. Also macht sich auch super in der Handtasche oder im Reisegepäck oder auch im Kosmetikbeutel oder hier, wie heißt es, Kulturbeutel. Hier auch Pinzette auch. Okay. Wirklich, normalerweise diese Pinzette, ich habe mir schon für 8 Euro oder so gekauft. Ja. Hier diesen ganzen Set und alles in dieser kleinen Tasche. Klein, kompakt, natürlich, Sie können mehrere bestellen, zum Beispiel ein Set für Ihre Tasche, ein Set für Arbeit, ein Zuhause, einen Auto. Dann macht das mal, für Arbeit bestellen, dann müsst ihr nicht immer meins holen. Ja. Wir lassen es einfach. Ich sage Ihnen kurz, was alles drin ist. Es ist ein 6-teiliges Set, es ist eine Nagelschere, es ist eine Feile, eine Pinzette, Hautschieber, Nagelklipser und Hautklipser. Und das alles inklusive dieses Kunstleder-Etuis. Ja, also einfach perfekt, auch für unterwegs natürlich. Ja. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, wenn jemand beim Durchseppen das erste Mal bei Pearl TV hängen bleibt, sieht er jetzt gerade zwei Blondinen, die sich so beim Nägel fallen. Ja, kaufen Sie diesen Artikel, das ist ein schöner Artikel, kaufen Sie den mal. Tolle Arbeitshaltung, ne? Ich finde immer was zum Feilen oder zum Schneiden. Also ich bin wirklich begeistert. Okay, Ralf, ich kaufe mir auch ein Set. Gut, das ist mal eine vernünftige Entscheidung. Wir Männer brauchen hauptsächlich die Nagelfeile, auch um mal Schmutzränder unter den Fingernägeln rauszumachen. Bei euch, ihr müsst das ja nicht machen. Das ihr habt ist super ja überlackiert. Unsexy, weil man hat schmutzige Hände. Das stimmt, ja. Ja. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, damit Sie keine schmutzigen Hände mehr haben. Die PE 4862 und die 569. Und hier haben wir jede Menge positive Zuschriften von unseren Zuschauern. Gute Verarbeitung des Etuis und saubere Verankerung des Inhalts nimmt wenig Platz weg im Urlaubskoffer. Und Sonja schreibt, habe es als Geschenk an meine Tochter weitergegeben, die sehr viel Freude damit hat. Sie dürfen ruhig auch verschenken, weil Sie dürfen ja diesen Artikel wieder bis zu 5-mal bestellen. Vielleicht mal einen selber behalten. Ja. Sie beginnt hier langsam die Zeit, wo man die Adventskalender und so weiter bestückt. Stimmt. Und da möchte ich jetzt auch nicht gleich für jeden Artikel da ein paar Dutzend Euro für rausgeben. Deshalb habe ich jetzt auch mal so ein Geschenk allein von der Größe und vielleicht auch vom Preisgefüge her genau das, was Sie gesucht haben. Nee. Das klappert ein wenig. Guck mal. Der ist Glas du drin. Hast kaputt gemacht. Oh, das sieht komplett gebrochen aus. Ja, das können wir so nicht mehr verkaufen. Ja. Du wusstest das. Nee. Wissen Sie was? Der Artikel ist leider ein wenig defekt, deswegen setzen wir den Preis runter auf 5 Euro. Einverstanden? Ja? Das soll so? Ja, das hat Stil. So, das hat Design. Was mit Design zu tun, genau. Oder? Genau. Mhm. Ja? So, und zwar ist das Cracked-Glas, aber was ich hier schön finde, es ist LED-Technik, solarbetrieben, das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick. Ich habe es jetzt gesehen, weil da oben ein Solarpanel ist. Und natürlich, dieses Bruchglas sieht aus, als wäre es gebrochen und die LED-Technik drin. Aber was ich ganz toll finde, dass es an die ein bisschen Nostalgie beinhaltet durch diese Anmutung einer Glühbirne. Ja. Jetzt will ich versuchen zu sagen, es ist nicht kaputt, es ist nur nicht mehr ganz ganz. Nicht mehr ganz ganz, ja. Also noch nicht ganz kaputt. Noch nicht ganz kaputt. Crackle-Glas, so nennt man das. Und alleine über das Solarpanel auf der Oberfläche müssen Sie sich natürlich um gar nichts mehr kümmern. Das muss also nicht aufgeladen werden, da muss auch keine Batterie und gar nichts rein. Das Solarpanel versorgt diese LED-Glühbirne, denn in dieser Aufmachung kommt dieser Artikel zu Ihnen natürlich zuverlässig mit dem nötigen Strom für diese schöne LED-Beleuchtung im Innenteil. Ich finde sie recht stattlich groß. Für den Preis, für die 5 Euro, ist das wirklich ein richtiger Hingucker. Mhm. Und ich meine sogar, und nein, ich bin mir sicher, das gute Stück ist spritzwassergeschützt. Kann man also auch gerne mal in den Außenbereich stellen. Wenn man vielleicht jetzt gerade so an einem schönen Spätsommertag oder sowas oder jetzt ein herbstlicher Tag abends mal draußen sitzen möchte
und eine schöne Beleuchtung haben will, ist das eine tolle Variante. Aber eben auch mal für drinnen geeignet, einfach hinstellen und einfach nur genießen. Natürlich hier mit einem Dämmerungssensor, das Licht geht automatisch an, sobald es also dunkel genug wird in der Umgebung. Also einfach nur hinstellen und genießen, alles andere muss man hier gar nicht mehr tun. Doch, bestellen muss man. Das sind so richtige Highlights, ne? So ein paar Akzente brauchst du in der Wohnung. Absolut. So ein paar Hingucker einfach. Ja. Sieht irgendwie aus wie eingefangene Glühwürmchen. Ja. Oh, ja, das gefällt mir. Siehst du, wenn so Glühwürmchen rumschwirren, so ähnlich sieht das aus. Also, wie viele LEDs sind da drin? 5, 6, 7, 8? 10? Gucke. 10? 8 warmweiße LEDs okay. Übrigens. 7, 8, ja. Und das sieht natürlich mit dem Crackled-Glas einfach klasse aus. Ja, durch das Crackled-Glas, also dieses, die Anmutung, als wäre es gebrochen, hast du natürlich auch einen ganz anderen Lichtbruch. Das heißt, du hast eine ganz andere Art und Weise, das Licht zu sehen bzw. zu genießen. Bestellnummer hierfür ist die NX6036 und die 569. Was für ein American Envelope. Also in America. American Envelope. Ein bisschen die Zunge verbrannt, was? Also NX 6036 und die 569, NX 6036 und die 569, bis zu fünfmal dürfen Sie gerne zugreifen. Sehr schöner Artikel. Oh wei. Ja, finde ich auch. Ich habe das Gefühl, jetzt gibt's Arbeit hier. Oh, ich höre gerade, unsere Seifenblasenpistole ist schon fast ausverkauft, also unser Sonderkontingent. So da muss man ganz schnell sein, wenn man die haben will. Oh, jetzt wird's sauber gemacht. Das habe ich auch das erste Dankeschön. Mal heute in der Hand. So, das ist ein Wischmopp. Ja. Aha. Also auf jeden Fall hat es ein Teleskop. Oh, wow. Das Mikrofon. Der wird hier immer länger. Teleskoprohr, das müssen wir, glaube ich, hier festdrehen, oder? Muss ich will es nicht kaputt machen. Muss ich einfach dran ziehen? Guck dir das mal an. Nee, aufdrehen. Aufdrehen. Oben musst du die Knöpfe drücken, dass du es ausklappen kannst. Die Knöpfe, genau. Dann kannst du es in dem Winkel, also wenn du es so hast, im rechten Winkel, dann kannst du natürlich jetzt auch Schrankoberseiten machen. Guck mal, hier kannst du Schrankoberseiten sauber machen mit einer enormen Reichweite. Und wenn es dann noch weiter hochgeht oder in die Schräge, dann kannst du das ganz einfach so umstellen auf Halbmast stellen, sagt man, glaube ich. Ja. Also im rechten Winkel oder eben nach links, dann sind sie im linken Winkel. Danke. Das Schöne ist, arbeiten Sie bitte. Okay, ich fange mal hier an. Oh. Sehr cool. Wie lang wird das Ganze? Warte mal. Also wir können von 1,14 Meter, immer plus Körpergröße wohlgemerkt, auf 1,63 Meter hier Klasse. Das Ganze verlängern. Und ich behaupte mal, da kommst du natürlich auch mal an Stellen ran, wo du normalerweise auf eine Leiter oder auf einen Stuhl oder sowas klettern würdest. Aber sie klettern mir bitte nicht auf den Stuhl. Aber selbst eine Haushaltsleiter ist ja mitunter schon mal unpraktisch. Aber wir reden über die ganze Zeit von nach oben irgendwo drankommen. Viele Elemente sind natürlich auch im unteren Bereich, in den Ecken, hinter den Schränken, unter den Schränken und so weiter, schwierig zu erreichen. Da kannst du natürlich hier mal ganz einfach im Stehen, zack, 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 die ganzen Ecken sauber machen. Aber auch auf den Schränken oder auf Regalen. Oh. Da kommst du ja nicht hoch ohne Leiter. Da sehen wir es mit dem rechten Winkel, kannst du eben, hier ist es ein Regal. Gardinen. Aber gerade Wohnzimmerschrank, da hast du oftmals nur noch 5, 6 Zentimeter zwischen Decke und Deckel, also zwischen Deckel des Schranks. Da kannst du einfach auch mal den Staub wegmachen, weil der sammelt sich da ganz schön. Man sieht es zwar nicht, aber er ist da. Und dahinten sehen wir, wenn du in die Ecken willst, weil da irgendwo Spinnweben sich auf, hier gebildet haben, geht das mit dem, glaube ich, auch klasse. Und wenn man ihn nicht braucht, ist er klein zusammenfaltbar. Das ist natürlich auch genial. Super. Gerade Spinnenweben. Ich habe viele Spinnen bei mir im Moment in der Wohnung. Das ist sehr gut. Das bedeutet, für wen? Dass es für trocken die Spinnen? Bei dir. Dass es trocken kein ist Schimmel. Bei mir? Ja. Ja. Also dann ist es echt auf Deutsch gesagt furztrocken bei mir, weil ich habe echt viele. Ja? Und das ist auch, meine Mama sagt, das bedeutet gute Nachrichten. Wenn Spinnen in der Wohnung sind. Also du hast schon voll mehr. Habe ich schon gewonnen. Ja, kann gar nichts mehr. Kein Geräusch. Die guten Nachrichten, war das der Strafzettel, den du bekommen hast? Also ich bin Fan von allem, was klein zusammenfaltbar ist. Ne? Mhm. Weil ich, also Platz ist bei mir immer Mangelware. Ja, in vielen Deswegen finde ich sowas toll. Und ich finde es auch super, um zum Beispiel Lampen mal von oben zu putzen. Oh, da sammelt sich auch immer auf den Glühbirnenstaub. Oh, ja. Und es macht keinen Spaß, das irgendwie mit einem Tuch oder so abzuwischen. Nee, so auf eine Leiter klettern, so auf 2,50 Meter, da mal so eine Lampe abstauben, ist echt eine Riesensauerei. Also da nimmst du ganz einfach mal hier so ein, wir haben ihn immer genannt Fifi. Ja, so. Genau, und dann kann man da mal ordentlich sauber machen. Eben oben im Winkel verstellbar, auf über 1,60 Meter verlängerbar. Jetzt hängen Sie bitte die Körpergröße noch dazu. Also das ist wirklich ein Teil, wo du überall mit drankommst. Aber denk auch mal in die andere Richtung, nicht nur nach oben, sondern auch nach unten, Fußleisten oder ähnliches. Wir schauen mal auf Ferlé, da der schon günstige Preis, knapp 14 Euro, wenn ich das richtig sehe. Und wir und heute für Sie 5 Euro. Hier gern auch an Bekannte oder an die Familie denken. Sie dürfen hier ja wieder bis zu 5-mal zugreifen. Ich kenne einen, der hat jetzt schicke Fußleisten bekommen kürzlich. Richtig, gestern. Gestern montiert, endlich.
Ein Licht am Ende des Tunnels. Oh ja. So, unser Teleskop Mikrofaser Staubwedel, jetzt habe ich es, hat die Bestellnummer NX4189 und die 569. Gleich beim ersten Mal. Hast du gemerkt? Perfekt. So. Jetzt aber, komm. Wieso sagt ihr jetzt nichts? Also, so? Diesen Produkt, ich kann natürlich kann bei mir lassen, aber ich gebe dir, weil du sitzt neben mir. Haarbürste. Nein. Also, was wünschte ich heute haben so dir gesagt, sehr? Was wollte ich heute so sehr? Oh. Ja, klar. Ein Massagegerät. So, ihr dürft einmal. Ein Hand. Wir dürfen auch. Also, ich brauche da ja eigentlich gar keinen Zettel dazu. Das ist ein Handmassagegerät mit diesen drei Köpfen. Sie sehen das. Und jetzt achten Sie bitte nicht auf das Gerät, sondern auf das Gesicht Hallo. Von Rebecca. Hallo. Carsten, geht's dir gut? Hallo? So, und jetzt schauen Sie mal. Diese Entspannung. Herrlich. Ja, das ist eine leichte Vibration an diesen Kugeln. Und mal, ich habe Spinnen in der Wohnung und ich bin der Einzige, der nicht massiert wird. Ohne Vorkenntnisse kann man hier auch mal den Partner massieren, aber man kann sich auch selber massieren. Das geht für Waden, für Oberschenkel, natürlich für die Verspannungen im Schulter-Halsbereich. Rebecca, wie fühlt es sich? Ist toll, mach weiter. Okay, das dachte ich ja. Ja, nicht aufhören, nicht aufhören. Ja. Also, gefällt es dir auch, Carsten? Ich finde den Artikel echt, ich finde den so doof. Dass du was zu tun hast, gehst du jetzt bitte zu Rebecca und massierst weiter. Ja, und ich sage Ihnen die Bestellnummer. Die NX9299 und die 569 ist die Bestellnummer. Und das heißt offiziell Mini-Vibrationsmassagegerät mit drei Köpfen. Eine leichte LED-Beleuchtung. Nein, Carsten, geh nie vor einer Frau in die Knie, du kommst nicht mehr hoch. Ich dachte, er will jetzt Dianas Beine massieren. Ich habe jetzt schon Angst gehabt, er holt so eine Schatulle raus und macht einen Heiratsantrag. So, das sind so diese Produkte, noch eine Minute länger und ich könnte auf die Idee kommen. Die fehlen dann plötzlich, weil die plötzlich irgendwie in irgendeiner Maske oder so gelandet sind. Mach mal ein bisschen mehr in den Nacken. Oh, hier was ganz Interessantes. Der Carsten aus Hamburg schreibt, ich habe nächtliche Wadenkrämpfe, dagegen hilft das Massagegerät bestens und löst den Krampf in wenigen Minuten auf. Und Sabine schreibt uns, das Gerät ist handlich, da nicht so groß, geht mit einfachem Knopfdruck. Ideal für Verspannungen, kann ich nur wärmstens empfehlen. Carsten, würdest du es auch empfehlen? Ich habe gar nicht zugehört, Entschuldigung. Okay, würdest du das Gerät mal empfehlen? Ich habe was von Wadenkrämpfen gehört. Oder ich sage andersrum, würdest du Diana als Masseurin empfehlen? Ja, in der Tat. Diana, wie ist die Handhabung, Diana? Diana, Moment. Das ist alles für 5 Euro. Willst du meine Masseurin sein? Jetzt hängt den Teppich fest. Live möchtest du meine Masseurin sein? Ja? Also bevor das noch übel endet, wir sind am Ende unserer 5 Euro Überraschungsshow. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie wir. Und dieses Massagegerät ist natürlich nochmal die Krönung. Ja? Sich selber oder den Partner verwöhnen. Und auch für ein bisschen Spaß zu Hause sorgen. Nochmal die Bestellnummer, die NX9299 und die 569. Was war euer Lieblingsprodukt, Rebecca? Ja, also was soll ich sagen, klar. Okay, dann sage ich jetzt Seifenblasenpistole, weil das war richtig das war cool. Mein Spielzeug. Und Sie holen sich jetzt spätestens Ihr Lieblingsprodukt, bevor Ihnen alle anderen die Produkte vor der Nase wegschnappen, die Riesenschnäppchen. Es war wieder eine tolle 5-Euro-Show. Sie bleiben jetzt bitte bei uns. Es geht mit Sicherheit spannend weiter. Viel Spaß!